Hallo, liebe Studieninteressierte, ich bin Lelly und das ist Arno und wir begrüßen euch am Fachbereich Automatisierung und Informatik. Jede wirtschaftliche Tätigkeit wirkt sich auf die Umwelt aus. In den Studiengängen des Ingenieurwesens lernt ihr, wie Folgen auf die Umwelt zu mindern. Hier wird gerade untersucht, wie man verschmutztes Abwasser reinigt. Wenn ihr im Berufsleben Arbeitsplätze plant, müsst ihr an den Lärmpegel in der Umgebung denken. Hier ist das Prozessleittechniklabor. Ihr lernt, wie Prozesse der Verfahrens- und Fertigungstechnik gesteuert, programmiert und in eine Leitware sichtbar gemacht werden. Und jetzt geht's zu den Robotern. In einer Simulationsumgebung lernen wir Industrieroboter zu programmieren. Hier seht ihr unsere Modellrennwagen. Sie fahren mit Sensoren ohne Fernsteuerung. Ihr könnt lernen, was es mit dem autonomen Fahren auf sich hat. Bei einem europaweiten Wettbewerb müssen die Autos möglichst schnell und fehlerfrei im Kurs fahren. Immer wenn die Hochschule Harz teilgenommen hat, haben sie einen Pokal mit nach Hause genommen. 2019 haben sie sogar gewonnen. An dieser mobilen Photovoltaikanlage könnt ihr nachvollziehen, wie aus Sonnenlicht Strom erzeugt wird. Auch ein Thema der Ingenieurwissenschaften. Künstliche Intelligenz ist eines der Zukunftsthemen der Informatik. Hieran wird an der Hochschule Harz geforscht, zum Beispiel an der Objekterkennung durch Smartphones oder Tablets. Informatik steckt auch im Geotracking. Wollt ihr Informatik mit Gestaltung verknüpfen, seid ihr in den Laboren der Medieninformatik richtig. Über Motion Capture und 3D-Animation kommt Bewegung in eure Figuren. Im Sounddesign gestaltet ihr Sounds für eure Computerspiele oder vertont eure eigenen Filme. Das Leben ist wie eine Schachtel Praline. Man weiß nie, was man kriegt. Und im Film- und Fotostudio führt ihr Regie. Wenn Sie Interesse an digitalen Medien haben, sind Sie hier goldrichtig. Und das war ein kleiner Einblick in den Fachbereich Automatisierung und Informatik. Wir hoffen, es hat euch gefallen.